Hey Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Loot mit der letzten Loot-Chest. Ja, ich weiß, ich bin wieder ein bisschen spät dran. Ich versuche mich beim nächsten Mal zu bessern, denn die nächste kommt ja bald schon. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz packen wir die jetzt aus und ich schneide die hier mal auf, wie immer, mit meinem Brotmesser. Ihr kennt das schon. Und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal rein hier. Uah, die Kamera ziemlich dicht dran diesmal. So. Hier haben wir gleich Star Trek Prometheus, eine kleine Leseprobe, sorry. Feuer gegen Feuer, ach du Scheiße. Wie fängt das denn an hier? Für alle Fans weltweit, ohne euch würde Star Trek dieses Jahr keinen 50. Geburtstag feiern. Naja, ich bin jetzt nicht so der Star Trek Fan, vielleicht lese ich es mir trotzdem mal durch, nächste Woche in der Bahn oder so. Muss ich mal sehen, ist aber jetzt nicht unbedingt was für mich. Das Lootbook packen wir erstmal zur Seite. Oh mein Gott, die ist mal prall gefüllt. Finde ich nice. So, fängt direkt an mit noch mehr Star Trek. Movie Era Captain Rank Pin. What the fuck? Oh, das ist natürlich nice. Jetzt ist er natürlich schon rausgefallen. Tut mir sorry für alle Fans. Aber der sieht ja mal geil aus. Das ist tatsächlich irgendein Rangabzeichen aus dem Film, nehme ich an. Und ja, ist aus Metall. Mit zwei Ansteckern hinten dran. Gefällt mir ganz gut. Auch als Nicht-Fan finde ich solche Items immer ganz nice. Hier steht dann auch drauf, von wem das ist. Nee, steht nicht. Keine Ahnung. Ach, da trägt das auch. Als Fan wisst ihr bestimmt, was das ist genau. Ich habe keine Ahnung. Das kennt ihr ja von mir. Und aber sehr nices Item. So, was haben wir hier? Super Mario Laser Cut Keychain und Sticker. Hm, was von Mario? Und es ist ein Sticker von Luigi und ein Geist. Sehr schön. Wobei, hatten wir nicht sogar schon mal einen Keychain von Mario in groß? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Naja, egal. Aber sehr schönes kleines Item. Ich denke mal, Nadine würde sich drüber freuen. Und ansonsten verschenke ich es halt weiter. Next. So, alter Schwede. Hier haben wir eine extrem große Figur von Uncharted, und zwar eine offiziell lizenzierte Vinylfigur. Ich habe Uncharted ja vor kurzem mal angespielt, ich packe das mal hier aus währenddessen, und fand das echt nice, aber leider gibt es das ja nur für die PlayStation und dementsprechend, ja, ich habe keine, dementsprechend kann ich es nicht spielen. Und ich muss auch sagen, das war so ein bisschen das große Problem, was ich hatte beim Spielen, war das Zielen mit dem Controller, denn das kann ich ja nicht so gut. Aber ja, in der Zwischenzeit habe ich das Ding auch mal ausgepackt hier. Schmeißen wir das weg, das brauchen wir nicht mehr. Hm. Hier, da ist er. Ich zeige ihn auch nochmal in der Nahaufnahme. Aber das Coole ist, er hat noch ein AK in Mini-Format. Das ist natürlich sehr nice. Ach super, fällt's erstmal runter. Läuft ja bei mir. Ja. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Das ist natürlich ein cooles Item. Ich weiß gar nicht, ob er die so in die Hand nehmen kann. Vielleicht, wenn man so hoch macht. Ach ja, guck mal. Da. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Ja, sehr nices Item. Next. Was haben wir hier? Ein Shirt. Das nehme ich gleich mal in die große Cam. Ihr kennt das ja. Ich habe sogar eins an, vom letzten Mal. Und jetzt haben wir wieder ein dunkelblaues Shirt. Mag ich schon mal sehr gerne. Ach ja, McCoy. Wenn ich jetzt wüsste, von wem das ist, ne? Ich werde es im Lootbook erfahren. Ich habe gerade keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Item. Und es ist was sehr, sehr Geiles von Herr der Ringe. Stehe ich ja natürlich drauf. Sons of Duin. Das ist ja geil. Also von Hobbit ist es natürlich im Endeffekt. Aber eine Tasse. Ich habe schon eine Herr-der-Ringe-Tasse tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die auch in der Loot-Chest drin war. Aber sehr, 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 sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich freue mich richtig darüber, weil Herr-der-Ringe-Items sind ja nun mal nice. Achso, könnte das andere vielleicht von Breaking Bad gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Aber die Tasse ist auf jeden Fall mega. Gefällt mir gut. Ich freue mich, dass sowas drin war. Und wir machen weiter. Mit Rainbow Drops. Darf ich nicht essen? Aber werde ich aufheben, wird Nadine vielleicht essen. Aber die kenne ich, glaube ich, sogar. Die habe ich früher ab und an mal probiert. 37 Kalorien pro Bag. Ja, nee.
trotzdem nicht. Die sind auch drin, also Süßigkeiten, wie immer. Eine Süßigkeit ist ja meistens drin. Und ein letztes Item. Diesmal war richtig, richtig viel drin und richtig geiles Zeug. Und zwar Ice Cube Tray Breaking Bad. Das heißt, man kann sich hier den Typen aus Breaking Bad, Heisenberg, einmal selber nachbauen quasi. Ja, mit. Das ist natürlich nice. Boah, ich muss sagen, richtig coole Items diesmal drin. Wir gucken natürlich nochmal ins Lootbook. Einfach nur mal, um zu schauen, so was abgeht. Und, what? Hier ist ein YouTube-Gewinnspiel, aber gut, das kennen wir ja. Da gibt es aber was ziemlich Geiles zu gewinnen. Und das Shirt war von Star Trek Egg oder beziehungsweise Dr. House. Das war ein Mashup-Shirt. Dann hatten wir natürlich die Uncharted-Vinyl-Figur für 20 Euro. Dann hatten wir diesen kleinen Anstecker von Mario. Wir hatten die Herr-der-Ringe-Tasse bzw. Hobbit-Tasse. Scheinbar konnte man auch eine Herr-der-Ringe-Tasse haben. Wir hatten natürlich den Pin. Wir hatten die Rainbow-Drops. Und das Plus-Item war tatsächlich das Eiswürfel-Set. Ich muss sagen, sehr, sehr geile Loot-Chest. Das fand ich sehr, sehr cool als kleine Figur. Dann natürlich das Eiswürfel-Set und die Tasse sowieso und natürlich den Anpin, auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau das ist, von wem. Ihr habt bestimmt mehr Ahnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr diesmal am besten fandet. Ich muss sagen, war eine richtig, richtig coole Loot-Chest. Ich bin schon gespannt auf die nächste. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.